Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS22 auf der Big Flat Texas Map und mit dabei Patrick. Grüß euch, Lels. So, wir können jetzt gerade einen Weizen holen, weil da haben wir ja in der letzten Folge ist mir eingefallen, dass wir den verkaufen müssen oder dass wir etwas haben, was wir verkaufen müssen für einen Bestpreis. Aber Weizen haben wir nur noch 166.000 drinnen. Aber trotzdem wird es einiges bringen an Money. Wie viel werden wir gleich sehen. Und ich bin noch immer bei einem Graben von meinem Pferd. Aber ein Ende ist in Sicht. Ja, ich glaube, ich hole jetzt noch meinen LKW aus und den Hänger. Weil es sind zwar nur 166.000 auf Log, aber bei den anderen Hängern bringe ich nur 33.000 rein. Und da fahre ich sonst was sehr ewig lang. Ja, war das hilfreich, wenn du einen LKW nimmst. Ja, denke ich mir gerade auch. Weil auf den vergiss ich ja immer wieder, dass ich einen LKW habe, mit dem ich vorhin auch kann. Ja, das hätte ich damals auch machen können, oder? Wie ich mit dem Hafen und mit dem ganzen Hin und Her gefahren bin, oder? Ja. Schön, dass wir jetzt drauf kommen und nicht schon da was gerade waren. Gut, dass wir irgendwann einmal drauf kommen werden. Das sowieso, ja. In einer Ansicht kommt ja nicht an. So. Ich bin schon neugierig, was ich bei der FarmCon jetzt alles bringen. Der ist jetzt noch in der 6.7., gell? Ja, der ist jetzt nachher. Was Geniale ist, ja, sie haben von LS25 das neue Emblem gezeigt. Weil jetzt bei LS22 ist es ja das Blaue. Blaue, yeah. 22 und da 25er grünes haben sie gesagt. Und da habe ich mehrere YouTube-Videos jetzt gesehen von den Leuten, was mit den Vertreter von Alice von Giants halt der Mediensprecher sozusagen um sie interviewt wird. Und der hat absolut nichts ausgespuckt. Der hat gesagt, mal schauen. Auch zu den Emblem. Haben sie gefragt, ist das jetzt eine Vorankündigung? Kommt LS25? Kommt es nicht? Hat er gesagt, keine Ahnung, mal schauen. Der ist auch eiskalt, der hat nichts ausgespuckt. Dann hat er gefragt, ja, jetzt kommt ja nachher LS25 und das ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie gesagt, bei Feind diesmal. Und trotz Kassen, es gibt halt große Erwartungen und Giants. Ich bin halt große Überraschungen, das hat es schon mal geheißen. Und nachher sagt er, ja, mal schauen, wer mehr sein, gehen wir hin, schauen wir es uns an, dann wissen wir es. Mein Wort. Er spoilert nichts, absolut nichts. Den neugierig machen. Ja. Aber dadurch, dass er nichts sagt, sagt er was. Ja, sicher. Dass irgendwas. Es kommt plant was und es wird 25er dann in dem Sinn wahrscheinlich rausgekommen und es kommen Umänderungen, es kommen neue Traktoren und so weiter und so fort. 47.000 hat ja eine kleine Hänger mit 33.000 Liter eingebracht und die hat noch unter 33.000 Liter. Ja. Ich glaube, du hast meinen LKW, oder hast du erst im Nachhinein? Nein, ich habe jetzt einen kleinen, weil ich eingefüllt habe, ich war da. Bisschen spät dran mit meinen Gedanken, da habe ich
Ich hab's checkt erst, wie ich Eiklon hab. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt zuerst wieder zum Hof fahren mit dem Traktor. Den stelle ich dann auf den Hof an und dann nehme ich einen LKW, dann tue ich einen Hänger zu, dann muss ich auch mit. Das ist halt gerade ein bisschen wieder. Und dann geht's so und dann geht's so und dann gefällt dir wieder was anderes ein. Ja, genau. Und so und so und so und so und dann bin ich wieder beim Beginn, wo ich aufgehört habe. Oder angefangen habe. Ja. Angefangen habe und aufgehört habe. Weil es ist ein Endlosschleifen. Und dann. Jetzt der Film. Ja. Supi. So. Ah, jetzt habe ich zum Glück, jetzt habe ich es noch auch gleich geschafft zum Glück. Das hat eine grobe Reihe. Ja, ich sage einmal 2,5 Mal. Wann muss ich noch? Was seid ihr da? Ja. Ich glaube, ich werde einen Hafer ansetzen, hätte ich mir gedacht. Ein Hafer sitzt da? Ja, dann kann ich das gleich bei dir verkaufen. Theoretisch könnte man das machen, ja. Sechste. Aber du kannst da irgendwie der Weizen oder sonst was auch machen und dir das Stroh kaufen. Weil ich hab nur mehr noch Aufhalt mit Weizen nämlich. Und das wird mir wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Stroh geben. Ja, dann baue ich halt Weizen an, habe ich kein Problem damit. Was du willst? Ja, mir ist es wurscht, was sehe ich und sowieso zu meinen Sachen nicht mehr. Im Grunde ist es ja so, mal, du passt ja, wir haben jetzt sowieso zwei oder drei Falter, wo wir jetzt gesagt haben, wir setzen Hafer bei dir an. Es sind drei Falter, ja. Ja, dann oder vier? Oder mal. Weiß. Wie viel haben wir jetzt? Zwei, wie viele Falter haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 Falter habe ich. Davon ist eins angesetzt mit Weizen, glaube ich. Oder Name Traps. Ich hab gar kein Weizenfeld. Ja, dann baue ich das Weizen an. Und ich muss noch ein zweites Feld. Aufhalt muss ich noch mit Weizen auch noch aussetzen. Der Schnee kommt zurück. Wann ist ein Weizen aussetzen? Erntezeitraum. Außer jetzt ein Zeitpunkt, Oktober, November. Ach, Scheiße. Ist sehr spät. Es ist heute spät schon. Ja, wie gesagt, ich setze trotzdem in Weizen an. Wie viel habe ich jetzt Stroh auf Lager? 270.000 noch. Mit knapp werden, aber dürfte sich glaube ich ausgehen, oder? Ja, warte mal, brauchen die Kühe direkt Stroh? Nein, das Stroh habe ich nur braucht für die Produktion, weil ich draus Silage mache. Und Silage kann ich aber aus Gras und Heu auch machen. Ja, dann ist wurscht. Gras komme ich immer dazu. Muss ich nur mähen. Ja, dann seid ihr aber, wer ihr aber trotzdem Weizen aussetzen, oder? Nein, musst nicht, kannst was anderes aussetzen. Bei Weizen, wie gesagt, das ist der Saatzeitpunkt Ende des Jahres. Das heißt, du müsstest bis Ende des Jahres warten, bis du was aussetzen kannst und kannst erst im nächsten Jahr noch ernten. Ja, schauen wir mal. Wie ist es denn eigentlich mit Hafer? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Hafer war jetzt im März. März Saatzeitpunkt. Ja. Ja. Und Ernten Ende des Jahres, oder? Juni, Juli, August. Ja.
Ja, da, 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 da. Mach da ohne mich zum Fragen eine Kurven, der Trottel hörst. Mehr bringe ich zwar einen Hänger nicht rein, als wie beim anderen Hänger. Ne. Bei beim anderen habe ich 33.000 Liter, da 40,7. Aber ich bin dafür wahrscheinlich schneller unterwegs. Nochmal Abdeckung schließen ist ein. Aber der LKW hat doch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das wird der Traktor. Ja, für schnell ist er nicht verloren. 60 km/h. So, auf zur Zielgeraden. Jeeha! 68 km/h, 70 km/h, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Und der steigt noch. Rückwind, gell? 80 km/h. Und 83, das ist das Maximum. Schneller und geht er nicht. Kurve. Und Kurve geradeaus, gell? Doch nicht. 17. Gang, 83 km/h. Full Gas. Brutal. Aber jetzt Kurve, 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 Kurve. Auto, Auto, Auto. Nix da da. Da gelacht, wenn jetzt die Chancen auf einmal zu kommen werden. Und die jetzt kommt drauf. Nochmal, musst du. Auslandsicht. Lass mal kurz schauen. Abkippseite vorne bin ich jetzt, okay. Seite hinten.
28,84 plus 28,84 wahrscheinlich sind 56.000 mit einem Hänger. Und damit bin ich schon wieder über 300.000 im Plus. Ja, ich brauche es gerade. Weil Saatgut wird mir einiges jetzt noch kosten, um Dave vom Falter wieder auszusehen. Und der Dünger. Und ja, Unkraut. Muss ich schauen, dass ich mit dem Strickloot immer davor gleich mal aufhabe. So, jetzt noch mal schnell oben fahren. Das eine Stückel, was der Hörf ganz am Anfang nicht mitgemacht hat, noch schnell mitmachen. Und dann bin ich fertig mit dem Graben. Dann halte ich das auch hinter mir, alter Schwede. Das ist gut. Also ich muss sagen, ich beobachte, was der liebe Zuschauer, ich habe umgestellt auf Dual-PC-System und das ist die erste Aufnahme damit, deswegen, oder besser gesagt, die dritte Folge, aber heute der erste Tag, wo ich damit aufnehmen tue. Wahrscheinlich wird die noch nicht alles ganz passen, aber wir werden eh sehen. Aber ich beobachte gerade die längste Zeit immer meine zwei PCs, die Temperatur, die Auslastung etc. etc. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, umgestellt zu haben. Also weil ich vorher hin und wieder, wenn temperaturmäßig auch geschwitzt habe, da muss ich sagen, Loch jetzt gerade. So, ich hätte Graben hinter mir gebracht. Bin ich nicht schön drunter? Anscheinend nicht. Also wenn ich denke, vor ein paar Aufnahmen, die CPU immer bei den 60 Grad, wo so um über 60, 65 Grad und jetzt bei den 50 Grad, also das ist schon was Schönes. Auch mit der Auslastung her, weil ich nicht muss Angst haben, dass ich irgendwann an meine Grenzen komme. Der Nachteil ist halt, ich verbrauche mehr Strom. Und das hat halt einiges gekostet auch. Wird den Stein nicht so schlecht. Wie das Landwirt. So ist es. Ich habe schon wieder 330.000 auf der Kante. Was jammerst du denn herum da, alter Jammerer? Wenn ich es nur in echt hätte, wäre es auch schön. Ja. So. Vor allem bei mir, ich bin ja einer, der was ein PC nie voll eigentlich gern ausreizen tut, damit er nicht überhitzt oder durch so langes maximal
irgendwas hin wird, was halt durch die volle Belastung immer. Und das ist schön zu sehen, wenn jetzt der PC entspannt arbeiten kann und ich trotzdem sehr viel Leistung habe. Also auch gute Leistung, spultechnisch, grafisch-technisch, alles passt. Ja, wenn der Kauf hat da was von Ercher seine Traktor mit einem großen Hänger abgestellt hat. Du? Ja, den gibt er gleich, du. Ist er mein Hof? Der Abstand mal mehr. Ja, wenn du jetzt so deppert hörst. Ein bisschen auf Zeiten fahren kann er es schon hörst. Keine Zeit gehabt, ich hab mir einen LKW holen. Den Schneesturm. Da muss ich mich beeilen, bevor ich schnell wir und nicht mehr fahren kann. Warte mal, wo kommt der noch schnell hin? Was? Der Gruber. Der Rote? Ja. Hinter die Halle. Weil in die Halle bringen wir nicht rein, dafür ist jetzt auch. Dort war die Sämaschine und so ist hinter der Halle. Okay. Mit jedem Mal, weil ich gerade upload, kriege ich gerade mehr. Eigentlich ist immer andersrum. Knapp 400.000. Fuck. Aber ich habe ja noch was. Ich hab noch ein bisschen. Was war das denn jetzt gescheit? Wie war das jetzt zuerst düngern gescheit oder klein anzahlen? Moment. Scheiße. Der Nachtfall, der ist wieder auftaucht. Der Houdini. Also bin ich gerade bei einem Vorteil vorbeigefahren. Weil ich mich gerade darauf konzentriert habe, den zu erwischen. Aber er ist schon wieder fort. Fort. Houdini hat das Gebäude verlassen. Genau. Ja. Das mit dem Düngen. Früher weiß ich, es ist immer gegangen, dass du vorher einmal düngst, nachher tust du aussetzen und mit dem Aussetzen tust du gleich noch einmal düngen. Aber das hat in letzter Zeit da auf der Big Flat Texas nicht so richtig funktioniert. Ich habe immer müssen aussetzen ja. Mit Dünger, dann ist die erste Düngestufe und nachher bei der nächsten Wachstumsstufen bin ich mit dem Düngerstreuer einfach noch einmal drüber. Das heißt, das ist der, wie heißt der, der Amazon? Der Düngerstreuer?
Na, da hat mit der grünen Steuer was gemeint hast. Kommt drauf an, was du aussiehst. Ah, okay. Muss ich auf das auch noch schauen. Ja, weil ich habe zwei Sehmaschinen. Das eine ist ein Einzelkorn, die andere eine Mehrkornsaat. Mhm. Einzelkorn ist sowas wie Sonnenblumen, Mais und so eine Scherze. Ja. Und Mehrkornsaat ist Weizen, Gerste, Hafer. Sowas in der Richtung. Okay. Ja, momentan kann ich eh noch nichts ansehen. Weil jetzt einmal Jänner, das früheste, was war das im Februar die Baumwolle. Ist auch nicht schlecht und lukrativ, aber fürs Ernten musst du einen Baumwollernter mieten und der ist. Ah ja. Das heißt, wenn du den nicht der hast. Ey, komm, der ist spottgünstig. Ja. Ich habe ihn nicht mehr dein Geld. Wie viel kostet? Keine Ahnung, habe ich noch gar nicht geschaut, was der kostet. Warte mal, wo haben wir denn dein. Wo haben wir denn dein Kollagen? Baumwolltechnik, da haben wir's. Hä? Nee. Ich soll halt bei die Vorzeige schauen und nicht bei die Dings. Anbaugeräte. Ja. Der günstige ist der Case mit günstige 485.000 Euro. Günstig. Der hast du eh? Ha? Das ist ja ein Schnäppchen für dich, das hast du eh, oder? Ja, sicher. Wenn du mir deine 300.000 noch gibst, habe ich sicher. Ja, hast du nicht von mir 500.000 gekriegt? Ja, aber ich habe jetzt vorher schon kaufen müssen. Waren es 500.000? Ich studiere gerade, ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht, was ich dir gezahlt habe. Ich weiß nur, es war Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld dabei. Ja, nachdem ich wie, ja, ist schon gut. Ja. Ja, 304.000 habe ich jetzt noch. Ja, schau mal rein in dein Konto-Dings. Da müsstest du sehen, die Buchungen. Also. Einkommen und Ausgaben. Ja, wenn ich beim Händler drinnen bin, werde ich schwer was sehen, oder? Du zeigst das nicht, ne? So. Schauen wir mal. Ja. Ja, 500.000 hast du mir gegeben. Ja. Dann habe ich mich nicht getäuscht. Oder? Okay. Das hat dann niemand gebremst, aber zum Glück war kein Auto mehr da. Weißt du, das jetzt halbwegs Bomben gemacht. Ja, weil ich habe ja vorab beim Kaufen, habe ich ja ein bisschen am Baugestraut. Wieso? Ja. Ja, da ist ja bei den Einserfeld ist ja da vorne ein Heißler dabei, gell? Ja. Ja, und ich glaube, das gehört dazu und hab das spät gesehen, dass das eben nicht dazu gehört. Natürlich habe ich das als erstes gekauft. Ach so. Ja. Das habe ich jetzt aber der Wahl wieder verkauft. Weil da hast du mir erst im Nachhinein, nachdem ich das. Weil ich mir zuerst gedacht habe, nein, ich hol's mir und dann sagst du, ich kann eh deine Sachen mitverwenden. Ja, dann hast du ja das gleiche Goldzock gekriegt, wie du verkauft hast. Was du gekauft hast. Nein, war weniger. War weniger, echt? Mhm. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie viel weniger. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Okay, kann mich gar nicht erinnern. Einwartig.
Es ist eigenartig. Hin und wieder hört man bei dir die Klimaanlage sporadisch zerklopfen durch. Aber nur hin und wieder. Nicht dauerhaft. Okay. So. So, liebe Leute, Auffuhr haben wir noch, aber das werden wir in die nächste Folge einpacken. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Und die letzten Worte kommen von Patrick. Ja, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Recht, gut!